Wir machen mal weiter. Wo waren wir genau stehen geblieben? Wir waren in der Hafenstadt Brisk angekommen. As usual, wenn es technisches Feedback jeglicher Art oder sonstiges Feedback jeglicher Art gibt, einfach in den Chat bitte schreiben. Ich werde ein Auge drauf werfen, wenn wir jetzt gleich schon Mitternacht haben. Aber dieses Spiel ist einfach klasse, da kann man noch ein bisschen spielen. Ich mache mir etwas Sorgen, dass mein Internet um die Uhrzeit in den letzten Tagen immer sehr instabil ist, aber wir können es einfach mal ausprobieren und wie gesagt, Feedback gerne gesehen. Los geht's! Hey, ihr habt doch den fliegenden Lift repariert. Danke, es ist schön, wieder mal in Brisk einkaufen gehen zu können. Ja, ich wundere mich schon, warum die alle hier in der Stadt sind. So, mal ein bisschen Gemüse und Obst kaufen. Wieder unterwegs, schaut euch mein frisches Gemüse an. So, brauchen wir einiges von. Wir kaufen erstmal ein paar Kartoffeln. Und so viel Kohle haben wir nicht. Ein paar Zwiebeln. Ein paar Eier brauchen wir immer viele von. Fischsuppe. Naja, das reicht erstmal. Obst haben sie ja gar nicht hier. Was hat er hier an seinem Bazar zu verkaufen? Willkommen, sucht ihr nach neuer Ausrüstung? Ich glaube, die können wir uns gerade nicht leisten. Wobei, wir können ja mal diese teuren Sachen verkaufen. Wir haben ja extra hier. Die sind ja nur wertvoll für den Verkauf, scheinbar sonst nicht zu nutzen. Auch das Bernsteinerz verkaufen wir einfach mal. Wobei, ich behalte mal jeweils eins. Ich weiß ja nicht, wofür man es noch gebrauchen kann. So, jetzt haben wir ordentlich Pinke gemacht. Jetzt können wir uns mal einen Steindeckel kaufen. Na, ich weiß aber nicht, wofür der ist. Ist ja nur für den Gal. Wir kaufen uns mal ein Silberschwert für 52. So, wird auch direkt ausgerüstet. Vergesst nicht, Kochzutaten einzukaufen. Wir haben hier in Brisk eine sehr gute Auswahl. Ja, ich habe ja gerade erst was gekauft. Ich hätte gerne noch mehr. So toll war die Auswahl gerade gar nicht. Schöne Stadt, mich stört es nur, dass man nicht in die Häuser alle reingehen kann. Aber zu viel Aufwand oder wie oder was? Oh, hier kann man Glücksrad spielen oder was? Edward Roulette, herzlich willkommen zu Bonusdreh-Roulette. Sucht euch eine Zahl aus, wenn die Kugel darauf landet, bekommt ihr einen Spezialpreis. Für 10G am BD-Roulette drehen. Ja, klar. Für Glücksspiel bin ich immer zu haben. 48, 82, 38. Ist das überhaupt sicher, dass eine der Zahlen drankommt? 82 verloren, bis zum nächsten Mal. Nochmal. Kommen jetzt andere Zahlen oder? Ja, 20. Das klingt ja schon nach Betrug, wenn er vorher schon weiß, welche Zahlen drankommt. Puh, schon wieder verloren. Dann halt nicht. Hey, wollt ihr wissen, welche Zahl als nächstes beim BD-Roulette gewinnt? Für 90 Gold sage ich es euch. Ach nein, jetzt nicht. Vielleicht später. Ihr verpasst einen echt guten Deal. Es ist ziemlich fad, diesen Ort hier zu bewachen. Nichts geschieht. Sollen wir ein bisschen Action machen hier? Ich finde das etwas enttäuschend. Ja. Wenn man jetzt hier überall reingehen könnte. Aber genug zu entdecken gibt es ja wahrscheinlich trotzdem. Immer noch etwas Sorgen über die Streamqualität. Mir hängt das Internet in den armen Stunden öfters mal. Aber nun ja. Ich würde zu gern ein wenig schwimmen gehen. Mach doch. Du kannst nicht arbeiten oder was. Das ist nicht fair, sie will immer Kinderin sein. Oh, ein Picknickkorb. 6-mal Meeresfrüchte gefunden. Köstlich. Oh, hallo. Nein, jemand hat unser Geheimversteck entdeckt. So geheim war es jetzt auch wieder nicht, ne? Wir fanden das hier beim Graben. Nehmt es aber, erzählt niemandem davon. Ein Regenbogenschnecke. Erzählt niemandem von unserem Geheimversteck. Okay. Der Stream stabilisiert sich gerade.
Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Das Spiel ist heute erschienen, deswegen heute mal kein FIFA. Neulich habe ich jemanden unter den Docks schwimmen sehen. So unverantwortlich. Schon Mitternacht gleich, ey. Scheiße. Ja, vielleicht Stündchen habe ich auch, vielleicht trotzdem Zeit. Je nachdem, ob der Stream jetzt hier läuft. Flüssig. Kann man hier. Ah, kann ich ins Wasser gehen. Zu sagen, genießt die Brise. Aber wenn ich mit der Arbeit morgen fertig bin, werde ich hier sofort weiterspielen. Das Spiel ist ein absoluter, ich möchte nicht sagen Überraschungshit, aber es erfüllt bisher alle Erwartungen. Wir spielen heute Piraten, muss nur noch entscheiden, wer ich sein will. Passt doch auch, Abwechslung tut gut, ja, so ist es. Letzte Monat, wo FIFA 23 noch aktuell ist. So, das verlassene Zaubererlabor im Norden von Brisk. Ich hätte fast Lust hinzugehen, nachzusehen, ob es dort Schätze gibt. Aber es gibt nicht mal eine Tür. Ich muss bei solchen Spielen auch immer am Ball bleiben. Wenn ich dann ein paar Wochen nicht spiele, habe ich die Story meistens vergessen. Wenn ich mal ein paar Tage nicht spiele, dann werden es auch schnell ein paar Wochen. 50 Gold gefunden. Oh, ist das ja auch ein Glücksspiel? Oder darf ich einfach alles aufmachen? Willkommen bei Tausch die Truhe. Für nur 5G könnt ihr eine beliebige Truhe öffnen und den Inhalt behalten. Wenn ihr den 10G Hauptpreis 5-mal findet, bekommt ihr eine Spezialbelohnung. Wollt ihr es versuchen? Nur 5. Könnt ihr überall Glücksspiel betreiben? Spitze, sucht euch eine beliebige Truhe aus. Leer. Mensch, uff, leer. Danke fürs Spielen. Ach, nochmal. Können wir nicht nochmal? Können nicht nochmal. Halt nicht. Taverne aufsuchen. Die Piraten sind ja in der Stadt. Ich frage mich, was sie gerade planen. Ja, die wollen mit uns kooperieren. Die Schlepperstatue. Meine Freundin meint, eine ältere Version davon wäre irgendwo versteckt, aber ich glaube ihr nicht. Meine ehemalige Kollegin aus Müller würde Leia sagen. Leia. Ah. Ich liebe meinen Job. Ich wäre auch ohne ihn ständig in der Sonne. Oh. Brisk ist ein lebhafter Ort. Ich fühle mich so voller Energie. Läuft der Stream jetzt besser? Anzeige sagt mir immer noch, dass es nicht vernünftig laufen würde, aber ich habe schon öfters gemerkt, dass man dem nicht unbedingt trauen muss. Hallo? Ich war diese Woche brav, also gibt es heute Abend mein Lieblingsessen. Am Nachmittag lief es auch erst nicht ganz stabil, es hat sich dann aber irgendwann im Laufe des Tages stabilisiert. Ich koche meinem Sohn heute seine Lieblingsspeise. Was auch immer hier gekocht wird, es riecht toll. Außerdem soll man dort gutes Geld machen können. Wäre ein Neubeginn nicht toll? Ich weiß nicht. Ich habe fürchterliche Dinge über die Gespensterinsel gehört. Sie ist verflucht oder so. Offenbar kehrt niemand von dort zurück. Ja, wir wollen auch dahin. Pff, Unsinn. Sie wollten bloß alle guten Möglichkeiten für sich selbst nutzen. Tja, unsere Nachbarn sind nie zurückgekehrt. Exakt. Sie hatten keinen Grund dazu. Verstehst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Da trotzdem hinfahren. Hallo? Ich sollte meinen Vermieter wirklich bitten, den oberen Eingang zu versperren. Die Leute laufen ständig bei mir durch. So.
Ich hatte neulich einen Albtraum, in dem der Schläfer erwachte. Ich bin wirklich froh, nicht von Seern zu stammen. Jetzt sind wir auf den Dächern, jetzt können wir hier unser Unheil treiben. Vorräte und Handelswaren. Können wir dann nicht einfach irgendwas wegnehmen? Wir können uns hier über das Seil balancieren. Können wir den Sack hier nicht mitnehmen? Dass sie uns immer automatisch folgt. Hallo? Jetzt sind wir auf dem Dach bei der High Society. Ich liebe nichts mehr als Zeit mit meinem Enkelkind zu verbringen. Wie wunderbar. Opa meint, wir würden später Eis essen gehen. Ich freue mich darauf. Bald ist hier Hochsaison, dann müssen wir in Doppelschichten patrouillieren. Hallo? Jetzt ist hier tatsächlich Gaspar. Willkommen im Goldenen Pelikan. Habt ihr für heute eine Reservierung? Es tut mir leid, für den Goldenen Pelikan bedarf es einer Reservierung. Bitte verlass diesen Ort. Pff. Halt nicht. Goldener Pelikan. Jetzt habe ich auch die Verbindung zum Chat verloren, aber ist wieder da. Mensch, Vodafone, komm mal aus dem Quark hier heute. Auch lang. Ach, was ist das denn? Ein gut organisiertes Regal. Können wir uns das angucken? Ach, wir können ja schubsen. Da kommen wir jetzt doch nicht weiter. So, eine Truhe, 30 Gold gefunden. Das ist ganz schön versteckt und verwinkelt hier. Aber irgendwie gibt es verdammt wenig, was man dann auch tatsächlich machen oder finden kann. Aber naja. Das ist ein Picknickkorb. Einmal Pilz allerlei gefunden. Verbündeter regenerierte 35 LP und 5 MP. Was ist denn jetzt diese Kneipe? Taverne. Moos Taverne. Jetzt hier unbegrenzt schwimmen oder kann man jetzt hier an Bord gehen? Das Wasser ist ja nicht sonderlich tief. Gesunkene Schiffe auf dem Meeresgrund hier oder wie oder was? Hallo, wer schläft denn hier? Ah, das sieht mir doch nach der Kneipe aus. Ich bestellte einen Kaffee und meinte, ich müsste für eine Prüfung lernen. Der Kellner fragte, oh, dann also mittelgroß statt klein? Ich sagte, ich will aber für den Abschluss lernen. Er entschuldigte sich und gab mir einen großen. Stabilisiert sich gerade. Es gibt nichts über ein kaltes Getränk nach einem harten Arbeitstag mit mehr Stress als alle anderen. Meine Arbeitssituation ist recht einzigartig. Ich habe viele Funktionen, will alles den Geist, alles würde den Geist abgeben, wenn ich mal auf Urlaub gehen würde.
ich machte mal eine Reise nach Lucent. Es gab auch Hocker zum Sitzen. Oh, tatsächlich. Ist das ungewöhnlich? Ich sage dir, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es war weniger als 100 Meter vor meinem Schiff. Ja, nun, einmal war es weniger als 10 Meter von meinem Schiff entfernt. Ich behalte diese Piraten im Auge. Okay. Suchen wir Gal, bevor wir losgehen. Ach, Gal, wo ist der denn überhaupt? Der ist auch irgendwo hier. Mein Freund hier, bei dem es sich um einen meiner vielen Kontakte auf der ganzen Welt handelt, hat mir gerade erzählt, was in den Windtunneln passiert ist. Unheimlich, das Ganze. Deswegen konnten wir eben für den Gal nichts kaufen, weil er gar nicht hier bei uns gerade ist. Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Räderspielerin. Musik ist alles und alles ist Musik. Was spielst du denn hier? Ich lasse es gut sein, solange ihr nicht denkt, dass ich das gerade erst erfahren habe. Das wusste ich bereits. Schließlich habe ich es praktisch erfunden. Das ist mal nice, wenn man mit so vielen Leuten sprechen kann. Oh, hallo. Er guckt der Köchin beim Schnibbeln zu. Genau so, du bist ein Naturtalent. Vielen Dank, Herr Koch. Das wird sehr nützlich sein. Jederzeit. Ich schätze, ich sollte mich wohl für all die Tipps bedanken. Sieh ihn dir an. Findet überall Freunde. Ein echter Mann von Welt. Oh, da seid ihr ja. Bereit, die Piraten zu treffen? Danke fürs Gespräch, Gal. Du bist ein guter Kerl. So, ein Schnaps. Eine Runde für alle. Wer bezahlt? Willkommen im Prahlskurril. Dass ich einfach hinterm Tresen bestellen kann. Wollt ihr über Nacht bleiben? Nein. Kommt jederzeit wieder. Oh, nichts bestellen und hinter der Theke rumlaufen. Das sind immer die besten Kunden. Seht mal, wer da ist. Die Abmachung steht. Wenn ihr Valtrade nicht im Arm drücken besiegt, müsst ihr etwas für uns besorgen. Wir die jetzt im Armdrücken besiegen. Wer von uns macht denn hier im Armdrücken mit? Ist es Gal oder Sel oder... Naja, im Armdrücken einmal gewinnen sollte wohl nicht so schwierig sein. Danach Piraten-Ehrenwort und bringen wir euch zur Gespensterinsel. Akzeptiert ihr diese Bedingung? Ja. Ich weiß ja nicht, wer jetzt das Armdrücken macht, aber... Wir akzeptieren. Leute, Armdrücken steht an. Los geht's. Wunderbar. Bisschen Monkey Island Flair. Valtrade, du bist dran. Sei zu stark, das wäre nicht fair. Ich mache das. Außerdem Armdrücken mit einem echten Piraten. Wie cool. Gut, aber nimm den Armkerl nicht zu hart ran. Verstanden, Valair. Ich fordere dich heraus. Valtrade. Kapitänin. Wir können nicht ohne die Münze weg. Gib alles. Ei, ei, Kapitänin. Weibliche Chefin hier, politisch korrekt. Alles klar, siehst mir tough aus. Bereit? Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Kann ich jetzt hier irgendwie interagieren? Au, au, au. Die Szene ist aus der Demo, die kenne ich, glaube ich. Kommt mir bekannt vor. Muskelmann, und da ist der Tisch zerbrochen. Easy Dub, Easy Dub. Haha. Hat er ihn jetzt nur durch den Tisch geslammt? Uff. Sollte Wrestler werden. Schummler. Habe ich den Teil verpasst, indem wir uns auf ohne Magiehemd geeinigt haben? Tut mir leid, Kumpel. Befehl der Kapitänin. Machst du Witze? Das war großartig. Er findet es auch noch geil. Das wird auf jeden Fall meine beste Anekdote. Was ist denn jetzt überhaupt ein legites Armdrücken? Das Deutsch ist. Zeig's mir nochmal. Dein Glück, dass wir keine Einzelheiten besprochen haben. Du hättest verhandeln sollen, als du die Chance dazu hattest. So, und diese Lektion geht aufs Haus. Haha, Valtrade ist wirklich in allem gut.
klar doch. Nun, da ihr das Armdrücken verloren habt, sollten wir jetzt über diesen kleinen Auftrag reden. Gut. Kapitänin, nördlich von Brisk befindet sich das verlassene Labor eines Arkan-Zauberers, der vor langer Zeit gestorben ist. Es wurde ja seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet, aber man erzählt sich, dass sich darin eine Münze untoter Einwilligung befinden soll. Warum wollt ihr sie? Es ist eine mächtige Münze. Man kann Untote zum Gehorsam zwingen, wenn man sie damit bezahlt. Ich möchte damit den Geisterkapitän der Abendlichen zwingen, mir sein Schiff zu überlassen. Makes sense. Hussa! Fiesta, Fiesta, Mexicana. Wie kommen wir rein? Die Angst hat die Leute die ganze Zeit über ferngehalten. Aber ihr seht robust aus, also sollte das kein Problem sein. Vor allem egal, ist robust. Meine Mannschaft wird nicht kämpfen, aber sie wird euch reinbringen. Ein bisschen Magie sollte genügen. Kinderpin, warum wird die Mannschaft nicht kämpfen? Ich werde den Eingang zum verlassenen Zaubererlabor öffnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinderpin. Ahoi, Kapitänin. Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und bereite unsere Abreise vor. Holt die Münze und tote Einwilligung und trefft mich dann an den Docks. Ei, ei, Kapitänin. Yolande, Veritrade und Kinathan haben sich zur Unterstützung angeschlossen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Teil aus der Demo, aber auch das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das gespielt habe. Halt, hört her, bevor wir aufbrechen. Seht ihr den Rädertisch dort in der Ecke? Die Uhrmacherin hat das Spiel erfunden, ist auch im Laufe der Jahre ziemlich beliebt geworden. Hört mal, tut mir leid, dass wir euch reinigen mussten. Es ist nicht viel, aber wenn ihr euch für Räder interessiert, könnt ihr das haben. Fahrrad erhalten. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was sie meint. Kriegerfigur erhalten. Magierfigur erhalten. Du kannst jetzt Räder spielen. Tische findest du vorwiegend in Tavernen. Fordere Dorf-Champions heraus, verdiene neue Statuetten, verbessere dein eigenes Rad. In der Spielanleitung im Pausenmenü kannst du dir die Regeln ansehen. Probiert es jetzt aus, wenn ihr wollt, können wir aber auch gleich zu diesem Zaubererlabor gehen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, das scheint irgendeine Art Spiel im Spiel zu sein, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich möchte mich jetzt lieber der Story an sich widmen. Warum wird sie hier nochmal gezeigt? Kommt mir auch bekannt vor. Ist das nicht die, die uns da mal ausgekundschaftet hat? Ausspioniert hat? Hat die noch eine andere Identität oder wie oder was? Ich sehe bloß zu, dass der Kamin in gutem Zustand ist. Während der Hochsaison bleibt für Wartungsarbeit keine Zeit. Ah, der Ozean. Ort der Träume und Ideen. Rausgehen oder wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen einfach aus dem Ort raus. So, dann müssen wir da hoch, glaube ich. Oder danach ganz rechts. Üppiger See. Sind wir hier richtig? Frage ich mich. Hier kann man angeln. Das mit dem Angeln habe ich ja noch nicht so ganz raus, weil es mir auch nicht erklärt wird, wie man das steuert. Ob wir jetzt Button mashen müssen oder gedrückt halten müssen. Ich probiere es einfach mal weiter.
Crossing. Hä? So, oh, direkt mit einem Zug. So, ich drück jetzt einfach mal. Mesh. Ja, tatsächlich, jetzt hat's mal geklappt, jetzt weiß ich auch, wie es geht. Du hast eine Galeere gefangen. Wir können zweimal ein Filet rausmachen oder freilassen. Ja, sorry, Galeere, wir machen Filet daraus. Gibt's jetzt hier so eine Art Pokédex oder ist das wie bei Zelda, dass der Fisch gewogen wird? Na, scheinbar nicht, oder gemessen wird. Cool. Jo, jetzt haben wir die Galeere hier mit unserem winzig kleinen Pokédex verewigt. Und verlassenes Zaubererlabor. Das ist doch nicht aus der Demo. Vielleicht gibt es noch mehr Teile, die so ähnlich sind. Wirken. Ich habe die Tür gefunden, aber es scheint, dass ich sie nur ein paar Zentimeter anheben kann. Altrade. Dein Zeichen, Kumpel. Los. Muskelman. Jolane, beeil dich. Kein Problem, großer Abriss ist mein zweiter Vorname. TNT. Dynamite. TNT. Ha, geschieht dir recht, alte Ruine. Ja, direkt alles zerstören ist, glaube ich, nicht so geil, aber naja. So kann man es auch machen. Gut gemacht, Kumpels. Wir sollten die Kapitänin wissen lassen, dass unser Teil der Mission ein Erfolg war. Zales Mannschaft braucht vielleicht ein paar Tipps. Ich werde fürs Erste bei ihnen bleiben. Sicher, es kann nicht schaden, einen Magier dabei zu haben. Oh, ich werde mich als wertvoller Begleiter erweisen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Kindermann. Wie du willst. Kommst du, Valtrade? Ei, viel Glück da drin. Ungewöhnlicher Ort und sieh sich einer das an, wozu das wohl gut ist. Das ist überwältigend. Warum sehen wir uns nicht ein wenig um? Verlassenes Zaubererlabor. Doch, das kommt mir sehr bekannt vor. Es sieht so aus, als ob er Licht ausstrahlen sollte, aber im Moment ist er inaktiv. Das macht ja auch Sinn, dass man in der Demo eher was vom Anfang des Spiels präsentiert, um nicht irgendwie zu spoilen oder so. Abschneidet, aber das kann nicht so schlimm sein. Dann lese ich es davor. So, ich muss mal erinnern, wie das hier ging. Jetzt schießen. Dann können wir speichern. Laut den alten Schriften sollte man das Licht verschiedener Kristalle mischen können, um neue Wege zu öffnen. Ziemlich faszinierend. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause, machen uns was zu essen hier. Braten-Sandwich. Okay, für den Rest haben wir nichts. Ausruhen brauchen wir uns nicht. Einmal grüner Kristall gefunden.
so aus, als ob er Licht ausstrahlen sollte. Im Moment ist er inaktiv. Dann tun wir den grünen Kristall hier drauf. Jo. Nice. Stein. Jetzt haben wir so ein Portal. Okay. Gut, es kommen Gegner. Arkanwache. Ich will jetzt mal ein bisschen wieder ins Kampfsystem reinkommen. Besser mit dem Timing. Leuchtet diese Grüne. Die hatten, glaube ich, einen anderen Stab. Dass man das auch sieht. So, das ist nice. So. Naja. Das klappt direkt viel besser, als wenn man mal ein bisschen Abstand hatte zwischendurch. Scheinbar. Ganz gut. Dann können wir die Lebensmaler nutzen. Das machen die Kämpfe auch direkt viel mehr Spaß, jetzt wo man hier eine halbe Stunde rumgerannt ist. Jetzt wieder die ersten Kämpfe hat. Dann wird der auch nicht überdrüssig. 360 Erfahrungspunkte, 6 Gold erhalten. Wir brauchen nur noch 610 Erfahrungspunkte, um nochmal hoch zu leveln. Jetzt hier genau weiter. So. Blauer Kristall. Ja, den brauchten wir. Abgrund. Man kommt jetzt irgendwo anders raus. Okay. Wieder ein paar Wanderer zum Bekämpfen. Ja, ist fast da oben. Müssen wir im Auge behalten. Das klappt alles wunderbar. So viel stärker auf einmal, oder?
So, ein bisschen mehr, was so das Teil angeht. Kräuterfilet. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt mal ein bisschen Skills auch nutzen. Corn und Shrimps und wie weit ich komme. Dass der Stream sich stabilisiert hat, das ist sehr schön. Thank you.
bringt mir das jetzt? Ich habe doch gar keinen neuen Kristall. Oder habe ich einen neuen Kristall? Ich denke nicht, oder? Nee, ich habe nur den blauen und den grünen. Bringt mir das jetzt irgendwas? Hat sich jetzt hier auch was verändert, oder? Ich denke nicht. Hä? Ich war mit dem blauen noch nicht fertig. Laut den alten Schriften sollte man das Licht verschiedener Kristalle mischen können, um neue Wege zu öffnen. Das ist ziemlich faszinierend. Ja, da werden wir nun doch drauf. Ach nee, jetzt können wir hier auch eins hin tun. So, genau. That's the way. So, jetzt haben wir den Türkis. So, was sind wir jetzt hier? Ich muss den Kollegen mal heilen. Resistent, la Resistance. Warum greifen die ja nicht selber an? Naja, 100% klug sind die Computer auch nicht, oder sie verfolgen eine spezifische Taktik. Auch resistent, Bullshit. Ist ausgenockt, das ist auch Bullshit. Detonieren, oh, ist das wie Voltoball oder was? 54. Ein LP hat er noch gehabt. Hat er noch. Das ist ganz schön knapp. Umso besser, dass es noch geklappt hat. Sonst wäre der Gal erstmal allein, aber Gale wacht ja. Zale wacht ja gleich wieder auf. Kommt schon mit den Namen durcheinander. So, der ist auch kaputt. Warum greift er jetzt Gal an? Warum wird die Valeria nicht ausgenockt? Donner. So, da ist er wieder. Was ist denn das Timing? So, dann sieht es doch jetzt gut aus. Oh, 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 jetzt gibt es aber hier nochmal einen Donner. Das war fast ausgenockt, aber wir sollten das jetzt schon hinbekommen. Wenn jetzt nicht noch neue Gegner kommen. Was das jetzt wohl gewesen sein? Jawohl, 150 Erfahrungspunkte. Was essen, Pilz allerlei. Nom nom nom. Oh, noch mehr Gegner. Zum Glück nur drei. Sonnenball. Dücken. Da ist der erste schon mal weg. Weiter auf, das geht ja super flüssig hier. Der ist auch kaputt. Neue Stufe, nice. So, was nehmen wir denn mal? Ich nehme mal plus 3 physische Verteidigung. Die anderen Punkte kriegen auch das. Auch was dazu, das ist nur das, was ich hier jetzt extra auswähle. Hier geben wir mal einen Mana-Punkt mehr. Und Gal bekommt mal plus 3 Magieverteidigung. Was jetzt eine große Auswirkung hat, was man da wählt, ich weiß es nicht. Wasser gehen, da ist eine Truhe.
Eine Regenbogenschnecke. Da haben wir jetzt schon sehr viel von und gar nichts damit anfangen können bisher. Okay, hier geht's nicht runter. Hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen irgendwas hier machen, aber ich weiß nicht genau, wie es jetzt hier weitergeht. Hier leuchten 2 von 3. Hier ist irgendwas Pinkes. Jetzt nicht. Noch mehr Gegner, aber nur 2. Und immer weniger. Wo kommen denn jetzt schon diese Münzen her? Ja. Haben die da noch vom letzten Mal? Ausgenockt. Das geht einfach. Das hat er überstanden. Jo. Das ist eine Truhe. Und ein Zugang. Sollten wir ein bisschen was essen. Wir haben nicht mehr viel, trotzdem. Braten-Sandwich. Er kriegt erstmal nichts zu essen. Einmal roter Kristall gefunden. Okidokili. Zurück. Jetzt mischen wir Rot mit Grün oder Rot mit Blau? Ja, erstmal Rot alleine. Probieren wir einfach mal alles aus. Jetzt haben wir Gelb. Farben hier wie bei Bob Ross. Und noch mehr Gegner. Gehen wir wieder in den Flow hier rein. Ausgenockt. Scheiße. Easy peasy. Oh oh. Was ist das denn? Hä, warum lösen die sich denn auf? Da gibt es wahrscheinlich nur einen Weg. Hey! Das macht keinen Schaden, von daher. Oh, das ist auch nur Trial and Error. Oder gibt es da irgendeinen Kniff? Ich denke, es ist nur Trial and Error. So. Oh, nochmal reichlich Gegner hier. Einen Sonnenball direkt da reinknallen. 2 von uns schon fast kaputt, da müssen wir aufpassen. So. Ziemlich hohe Resistenz. Oh, 3 LP noch bei ihm. Valer hat noch fast volle Energie. So, einer weniger. Jetzt bei uns aber auch, der kommt ja gleich zurück. Ich heile mich erstmal nicht. Ich greife ihn mal an hier. Das zu verhindern, was auch immer er davor hat. Warum greifen die jetzt die an, die mehr Energie? Ach, detonieren ist die Attacke. Scheiße. Ach, die
Detonierattacke kann uns nicht komplett kaputt machen. Bleibt immer ein LP übrig. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, dass die Attacke gerade nur 2 Schaden gemacht hat. Oder das war, weil wir es so sehr geschwächt hatten. Naja. Noch einer. Bei uns ist einer wieder da. Und da wird er leider ausgenockt. So, wir brauchen über 5000 Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Wir kriegen hier 2 Shrimps. Das hier, ja, das ist wieder so ähnlich. The Ultimate Trial and Error. Das ist mal nur in jeder Reihe einer, der funktioniert. Scheint so. So. Nee, es muss ja da jetzt links weitergehen. Oh. Och man. Ist das hier gutes Game Design, das man einfach nur ausprobieren muss? Ohne erkennbare Kniffe? Na, ach Gottchen. Naja, zumindest mal was anderes. Das stört mich jetzt eigentlich auch nicht so sonderlich. Ich wundere mich nur darüber. Ach, bin ich blöd. Jetzt haben wir auch alle Kombinationen durch, glaube ich. So langsam. Ich habe die Demo aber nicht komplett durchgespielt, weil ab jetzt kommt es mir gar nicht mehr so bekannt vor. Müssen wir da was draufschieben oder draufstellen? Oder kriegen wir jetzt gleich die Fähigkeit, irgendwo irgendwas draufzustellen? Draufzuschieben. Die anderen Farbkombis testen. Einfach mal rot alleine. So. Blaue Tür schon mal auf. Jetzt geht die weiße Tür auf. Ah, jetzt können wir es dadurch schießen. Ja, auch Rätsel, die man irgendwie überall schon mal gemacht hat, aber trotzdem ganz nett. Wieder. Ach, hier war auch noch ein eigener Klotz, den wir hätten nutzen können. Jetzt schießen wir das schon mal da drauf. Okay, wir müssen die Tür auch öffnen. Müssen wir auch die blaue Tür noch mal öffnen? Aber wie kommen wir denn da hin? Dann müssen wir den hier wieder rausnehmen, glaube ich.
wir da durchgehen können, aber die Steine da nicht durch können. Komisch. So. Das ist eine Truhe. Wir kriegen eine Magier-Ritter-Rüstung. Das war jetzt scheinbar optional. Und die bringt plus 2 Verteidigung, plus 19 Magie-Verteidigung. Das ist doch nicht schlecht. Die rüsten wir auch mal direkt aus. Ich habe gesagt, ich mache noch circa bis 1. Also ich mache mindestens noch diesen Dungeon, wie lange auch immer das dauern wird. Ja, und mal gucken, wie lange ich da noch mache. Ich muss leider gleich noch arbeiten. Es wird eine gewaltige Nachtschicht. Aber das habe ich mir selbst so ausgesucht. Ich muss um 14 Uhr was abgeben. Brauche aber mindestens 10 Stunden. Dann werde ich vor 14 Uhr auch nicht schlafen können. Vielleicht bleibe ich dann morgen oder heute direkt wach und spiele weiter Sea of Stars oder irgendwas anderes. So, jetzt müssen wir mal Rot und Blau mischen. Da kommt dann wohl Violett oder Pink bei raus. Gucken. Dann haben wir aber alle Farbkombinationen durch, glaube ich. Ist so dunkel hier. Ja, das Licht an. Ja, es wird morgen Abend auf jeden Fall Anstoß weiter hingeben auf LTV, auf YouTube. Ich habe schon die neue Folge wieder aufgenommen. Vielleicht wird es morgen auch noch einen Livestream von irgendwas anderem geben. Planet of Lana muss ich ja noch zu Ende spielen und FIFA muss ich auch noch mal ein bisschen spielen, bevor das neue FC rauskommt. Football Manager, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wer wird Millionär könnte ich auch mal wieder machen. Aber vielleicht, wo ich jetzt hier bei Sea of Stars am Ball bin, sollte ich das erstmal weiter spielen. Also das, da werde ich jetzt auf jeden Fall auch am Ball bleiben. Gucken, wie weit wir jetzt hier und heute Nacht noch kommen. Ich mache jetzt, wie gesagt, diesen Dungeon. Und vielleicht kommt dann der typische Mama 5 Minuten noch Effekt, dass ich doch noch ein bisschen weitermachen muss oder möchte. Es ist ein Geisterbach. Hier können wir auch angeln. Müssen wir das oder können wir das nur? Ich probiere es einfach mal. Gucken wir mal. Wenn es hier nur eine Art von Fisch gibt, wird das ja wohl auch ein bisschen irgendwas an Relevanz. Da hat jemand angebissen, aber... Ja, es ist gar nicht so schwer oder einfach wie sonst, weil der Fisch vielleicht auch schon tot ist. Und jetzt reißt mir die Schnur gleich. Was hätte ich denn jetzt sonst machen sollen, außer wie wild Arm meschen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? So ganz peilig das Angeln noch nicht. So, muss ich auch noch ein bisschen hier gegenlenken. Ich muss, glaube ich, auch das Steuern ein bisschen. Nicht nur meschen, sondern auch ein bisschen nach links und rechts machen, damit er ein bisschen näher kommt und ein bisschen vielleicht durcheinander gebracht wird. Und jetzt habe ich ihn, wunderbar. Jetzt habe ich es doch raus. Jetzt haben wir die Mondforelle gefangen. Wir können sie filetieren oder freilassen. Wir machen ein Filet daraus. Das sind jetzt nicht Geisterfische. Kann man die denn essen? Ne, das ist eine Mondforelle. So, was ist das hier? Hey, hey, genau, hier im Brunnen. Oder ist jemand im Brunnen versenkt worden? Hallo? Ist das Kind im Brunnen gefallen oder was? Ich habe meine Uhr im See verloren. Ein Fisch hat sie verschluckt. Könntet ihr ihn für mich fangen? Er sollte leuchten. Warum bist du im Brunnen? Er sollte leuchten. Wo ist denn hier ein leuchtender Fisch? Da. Da sind mehrere. Ne, der da hinten leuchtet. Was ist, wenn ich es nicht mache? Ist das hier nur optional? Aber wir wollen ja auch hilfsbereit sein. Ich kann jetzt aber nicht hier den ganzen See leer fangen. Jetzt habe ich einen anderen Fisch dran. Ich versuch's mal. Ich will mich jetzt hier nicht ewig damit aufhalten. Ein bisschen Angeln üben kann ja auch nicht schaden. Aber ich werde besser. Und jetzt habe ich den Fisch. Ich weiß zwar gar nicht, warum man hier ständig nach links und rechts rütteln sollte, aber es funktioniert damit auf jeden Fall besser. So, wir... filetieren denn auch den Leuchtefisch. Den versuche ich jetzt auch mal zu kriegen. Ah, jetzt haben wir schon wieder einen anderen Fisch an der Angel. Schwierig. Da sind so viele andere Fische. Ich weiß ja nicht, ob man den See jetzt komplett leer angeln kann. Das wäre auch irgendwie... Oh, schaltet sich die Peter noch ein. Zumindest habe ich es jetzt raus mit dem Angeln. Übung macht den Meister, den Anglermeister. Haben wir jede Menge Fischfilet, feine Sahne Fischfilet. Jetzt müssen wir mal diesen Leuchtefisch hier fangen. Komm, 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 beiß an. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall fangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das besonders leicht oder besonders schwer ist. Und der hat seine Uhr.
Ich weiß aber nicht, warum der Mann im Brunnen sitzt. Oh. So, jetzt haben wir ihn, aber 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 da haben wir ihn. Einmal die Uhr, die goldene Uhr gefangen. So, ein Fisch, da ist, ach, eine Taschenuhr. Den Fisch konnten wir jetzt nicht filetieren. Der Fisch ist auch nicht weg, weggeschmissen worden. Ist der Fisch jetzt die Uhr oder was? So, hallo, wir können deine Uhr jetzt hier in den Brunnen schmeißen. Habt ihr meine Uhr gefunden? Habt ihr meine Uhr gefunden? Ja, hier ist die goldene Uhr. Das ist sie, vielen Dank. Hier ist eine Kleinigkeit für die Mühe. Wer ist das denn überhaupt? Hier gibt es eine Truhe und warum der Mann im Brunnen sitzt, weiß ich nicht. Es scheint ihn aber nicht zu stören. Eine Regenbogenschnecke, da haben wir doch schon zig Stück von. Dafür die ganze Mühe. Na, besten Dank trotzdem. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gibt es hier noch was Relevantes oder gibt es hier nur diesen Quatsch mit den Fischen? Muss es doch auch noch was Relevantes geben. Oder etwa nicht. Ich fürchte, hier gibt es nichts Relevantes mehr zu tun. Aber wir haben noch alle Kombinationen schon ausprobiert. Was gibt es denn jetzt noch, was wir noch machen könnten? Haben wir nicht alles, was wir brauchen? Aber wo geht's denn weiter? Ich speichere einfach mal vorsichtshalber. Nicht, dass ich sage, ich mache jetzt diesen Dungeon noch und sitze hier in 3 Stunden noch drinnen. 6,5 Stunden schon gespielt. So, hat er noch vielleicht einen anderen Tipp hier für uns? Nein, das haben wir ja schon gemacht. Können wir gucken, ob wir das Ganze... uns einen Fisch jetzt hier filetieren können. Können uns eine Fischsuppe machen. Den ganzen Krabben. Bisschen Pilz allerlei. Fischsuppe. Ja, mit Garnelen würde ich das, glaube ich, doch essen. Und ein Kräuterfilet. Hier doch nochmal irgendwelche Kombinationen testen. Ich glaube, das Pinke hat wirklich nicht viel gebracht. Probieren wir mal Blau alleine wieder. Wo ging es denn hier nochmal weiter? Wo habe ich denn noch nicht alle Optionen ausgekostet? Ich glaube, hier haben wir alles gemacht, was geht, oder? Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Ich möchte aber auch keine Komplettlösung nutzen oder dieses komische Hilfsartefakt, was wir da bekommen haben. Hier gibt es, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu tun. Oder, ich glaube, hier gibt es wirklich nichts mehr zu tun. Dann sollte ich nochmal die anderen. Also rot habe ich, blau habe ich, grün habe ich, gelb habe ich, pink habe ich. Welche Farben kann man denn noch miteinander kombinieren? Ach, wir können einfach alle drei miteinander kombinieren. Dass das auch geht, gar nicht dran gedacht. Was kommt da jetzt bei raus? Weiß oder? Ja, weiß. So, Farbenlehre hier. Hä? Hallo? Ist da draußen jemand? Wo sind wir denn hier? Sei vorsichtig, Gar. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Ja, meine Rede. Ich habe etwas gefunden. Oh Mann. Der Mann hat Mumm. Oh, was ist das denn? Outfit? Was ist das? Vielleicht ist die Münze da drin. Halt! Ist das jemand, der sich jetzt... fühlt sich starker, macht euch bereit, ist das jetzt ein Endgegner? Ja, offenbar. Oh, ein Gespenst, ein Geist, oh, what the fuck? Holy Mackerel, das ist eine chromatische Erscheinung. Und die Musik, haben wir schon mal gehört, die macht mir ein bisschen nervös, aber soll es vielleicht auch einfach mal einen Sonnenball draufhalten. Weiß jetzt nicht. Wir hätten uns mal vorher ein bisschen aufladen sollen, aber wir haben ja zum Glück... genug zu essen gemacht. Ja. Bevor man durch irgendeine große, spannende Tür geht, sollte man sich, glaube ich, wirklich komplett heilen einmal. Naja, egal. Mondrank. Los. Zum Glück ist es nur ein Gegner und nicht mehrere auf einmal. Bam. 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 Ah, oh, 55. So, einmal ernähren bitte den Sail. Apfel oder Tomate. So, mal angreifen. Da
ist er resistent gegen. Also wir sollten es schon wirklich mit Magie machen. Was kommt jetzt? Ja, jetzt kommen doch mehrere Gegner. Gestalt wandeln. Verwandelt er sich jetzt in wen anders? Da ist noch eine Kristalltulpe. Die hat aber nur einen Energiepunkt. Machen wir sie mal kaputt. Die ist resistent. Können wir der überhaupt keinen Schaden anhaben? Dann halten wir mal weiter auf den großen Macker hier drauf. Attacke hier blocken, aber das bringt nur einen. Seine Attacken bringen auch die Hammerwirkung, das ist auch nicht schlecht zu wissen. Good to know, 49 Schaden. Ist das Zufall, dass immer ein LP übrig bleibt? Haben wir irgendeine Fähigkeit, die das bewirkt? Dass ständig ein LP überbleibt? Anyway, so, jetzt haben wir wieder nur einen Gegner. Heilendes Licht, Combo. Dann machen wir mal Combo. Nein. Man kann die Combo auch mit Magie aufladen. Good to know. Arkan Singularität. Was ist das jetzt? Was ist das? Hilfe! Tornado! Hurricane, Hilfe! Oh. Okay, Valer ist ausgenockt. 30 Schaden. Und Sonnenball hinterher. Da ist er resistent gegen. Scheiße. Einmal ernähren. Und Valer ist gleich wieder da. Uff. 79 Schaden. Bullshit. Gestaltwandel noch hinterher. Okay, Valer ist wieder da. Das bringt nicht viel. Oh, was kommt jetzt? Neuer Gegner. Mal draufhalten, damit die Attacke etwas schwächer wird. Mondrang einmal noch drauf, da können wir zweimal bestimmt treffen. Dann die Attacke möglichst blocken. Jo, da sind zwei Treffer. Wunderbar. Jetzt ist der Gegner auch kaputt. Gal ist wieder wach. Das macht ordentlich Schaden. Bam. Was wird das jetzt? Da ist Valer schon wieder K.O. 3 Sterne. Sonnenball. Ach, das bringt ja gar nicht so viel, ne? Ja. Sonnenregen wird da wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Ich mach's trotzdem mal. Ach, 38. Wie viel Energie der Gegner noch hat. Da ist Gal auch kaputt. 87 Schaden, meine Güte. Okay, er muss jetzt hier alleine aushalten, ausharren, dass wir jetzt mehrmals hintereinander zuschlagen können. Okay, Valer ist wieder da. Gut, dass die Attacken beim Gegner relativ lange dauern, dass wir mehrmals zum Zuge kommen. Mondrang. Dass es gerade keine weiteren Gegner gibt. Ich hätte lieber was mit Hammer machen sollen, aber das ist eine ziemlich... Oh, wie oft haben wir getroffen? Trotzdem nur 20 Schaden. Krass. Ja, das Licht ist ziemlich schwach, aber machen es trotzdem mal. Arkan Singularität. So, wie lange dauert das jetzt noch? Mal wieder ein Ausdauerkampf hier. Ein Marathon, kein Sprint.
Gegner hier. Schleudern habe ich noch nie gemacht, aber ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt für, glaube ich. Jetzt müssen wir doch hier angreifen. Oh, nur ein Treffer. Warum hat das denn jetzt nicht als... Ah, ich hätte diese Mondattacke machen müssen. Scheiße. Ernähren. Einstecken, aber es hat erstaunlich wenig Schaden gemacht. Gestalt wandeln. Zumindest die Attacke etwas abgeschwächt. Detonieren. Hilfe. Und er geht auf Gal. Und es bleibt immer ein LP über. Okay, das kann kein Zufall sein. Gut für uns. Lauf 74, war das jetzt auch Zufall? Er hat 74, aber er hat nur einen Stern über dem Kopf. Warum das nur ein Stern ist, weiß ich nicht. Aber umso besser für uns. Und da haben wir ihn besiegt. 15 Gamerscore-Punkte. Schreckquest. 2% der Leute haben das erst. Sieh mal, das muss die Münze sein, die wir brauchen. Münze und tote Einwilligung erhalten. Also gut, das ist unsere Eintrittskarte zur Gespensterinsel. Wunderbar. Ahoi, du hast die Münze. Gute Arbeit. Lass uns zurück nach Brisk gehen. Die Kapitänin wird uns schon erwarten. Das hat ja wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt auch den Part der Demo gespielt. Ich weiß, ob das... Die ganze Part der Demo ist, an den Kampf kann ich mich nicht erinnern. So, das machen wir jetzt mal noch kurz. Und dann werde ich wohl den Stream für heute beenden. Nicht für heute, also für heute Nacht. Morgen geht es wahrscheinlich, oder eigentlich heute, ist ja schon nach Mitternacht. Heute später geht es dann weiter. Wir haben 7 Stunden an einem Tag gespielt, ist nicht verkehrt, glaube ich. Der Tisch ist immer noch... Deswegen mache ich jetzt diesen Tisch hier kaputt. Wo ist denn die Kapitänin? Ich möchte mal... Sagen die immer noch dasselbe. Keine Sorge wegen des verlorenen Armdrückens. Das war kein fairer Wettkampf. Wo ist denn die Kapitänin? Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Mein Freund hier, bei dem es sich in einem meiner vielen Kontakte auf der ganzen Welt handelt, hat mir gerade erzählt, was in den Windtunneln passiert ist. Unheimlich, das Ganze. Ich bestellte einen Kaffee und meinte, ich müsste für eine Prüfung lernen. Der Kellner fragte, oh, dann also mittelgroß statt klein. Ich sagte, ich würde für den Abschluss lernen. Er entschuldigte sich, gab mir einen großen Ja. Ist das auch? Ich werde heute Nacht auch einen großen Kaffee brauchen. Wo ist denn jetzt die Piratenkapitänin? Das wird uns ja auch gar nicht erklärt. Die war doch hier in der Kneipe. Wo könnte sie sein? Ist sie auf irgendeinem Schiff? Es wird jetzt irgendwie als selbstverständlich vorausgesetzt, dass ich weiß, wo sie ist. Aber wahrscheinlich müsste ich es auch wissen. Ich habe es einfach vergessen. Hier sind die Leute, ja. Ja, bin ich blöd und blind? Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Nun, ihr habt es also geschafft. Tolle Leistung, Kameraden. Ich ernenne euch offiziell zu Mitgliedern der Mannschaft. Wirklich? Wir sind also echte Piraten? Wir haben unseren Teil des Handels erfüllt. Bringt ihr uns zur Gespensterinsel? Ei, wir kümmern uns um die Anliegen unserer Mannschaft. Bussa.
Euer Schiff ist riesig. Ich will endlich die Kombüse sehen. Ja, er denkt wieder nur ans Essen. Immer langsam, Sohn. Das hier ist nicht unser Schiff. Nein, nein. Wir ankern dort drüben. Ist das eine Schrottlaube? Ist einfach nur ein Floß? Das ist ihr Schiff? What? Die Kauna Barke ist keine Galeere, aber sie wird euch sicher durch den untiefen Morast zur Gespensterinsel bringen. Das ist ihr Schiff? What the fuck? Das hat er den Namen, die Bezeichnung Schiff nicht mehr verdient. Können wir auch selber fahren eigentlich. Wir halten uns aber an den Kanal. Ohne ordentliches Schiff kein offenes Meer. Oh Mann. Damit tuckern wir jetzt über den Kanal. Wenn ihr also nichts mehr zu erledigen habt, könnten wir jetzt zur Gespensterinsel segeln. Wir sind bereit. Nice. Dann können wir das Segeln jetzt nicht selber steuern. Wäre doch was. Ein bisschen Wind Waker-mäßig. Genießt das Sonnenlicht, Leute. Die Gespensterinsel ist sehr düster. Tja, sowas tun gute alte, seelenbasierte Eremiten eben. What? Aber dieses Problem werdet ihr Sonnenwendtypen sicher lösen. Nun hoffe ich wenigstens. Ich möchte eigentlich nicht dauerhaft dorthin ziehen. Was meinst du damit? Ach, die Sache mit der Rückreise. Wisst ihr nicht? Dann habt ihr das hier wohl auch noch nie gehört. Niemand, der die Gespensterinsel betreten hat, ist je zurückgekehrt. Oh, das klingt ja einladend. Wieso nicht? Kinathan? Das heißt, der Eremit des Kummers können Gedanken kontrollieren. Wer einen Fuß auf die Gespensterinsel setzt, ist verflucht, den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Ach, das wird auf uns nicht zutreffen, oder? Das Leben auf der Gespensterinsel ist, nun, man weiß nicht, wer als nächstes auf dem Speiseplan des Eremiten steht. Speiseplan? Die Dinger fressen, wusstet ihr es nicht? Ei, ab und zu singt der Eremit mit seiner hypnotischen Stimme, um Bewohner der Gespensterinsel in sein Versteck zu locken. Woraufhin diese nie wieder zurückkehren. Okay, das ist... Aber wieso gehen die Leute dann dorthin? Was weiß ich? Neugier, Langeweile, Suche nach einem Ausweg. Du kannst ja demnächst selbst fragen. Wusstet ihr das alles schon? Keine Sorge, Gal. Genau dafür wurden wir ausgebildet. Die Sonne geht unter und der Direktor leitet die Mission. Er hatte schon mit vielen Eremiten zu tun. Erlina und Brugabes werden auch dort sein. Sie sind viel stärker als wir. Es ist auch schön, sie dann wiederzusehen. Ich bin sicher, ihr kommt damit zurecht. Es macht mir bloß Angst. Bei einer Sonnenfinsternis sind die Eremiten für unsere Magie anfällig. Alles wird gut. Und vergiss nicht, es ist der letzte Eremit. Ziemlich surreal, dass nach Jahrhunderten des Chaos ausgerechnet wir das Ende herbeiführen. Das heißt, ihr werdet vom Dienst befreit. Dann können wir die Welt bereisen. Ahoi, Kapitänin. Die Sonne geht unter. Blinzelt bloß nicht, sonst verpasst ihr es. Seht, das legendäre Geisterschiff, das in der Dämmerung erscheint. Die Abendliche. Die Abendliche. Oh, jetzt muss ich doch noch weiter kämpfen. War schon soweit. Ist das LeChuck oder LeChuckin? LeChucky. Wenn ich speichern kann, dann werde ich den Stream aber erst beenden. Oh. Yeah, was passiert jetzt? Jetzt ist das wieder weg, aber das Schiff existiert, wie wir gerade selbst gesehen haben. Ein guter Lohn. Die Münze hat uns gerettet, oder was? Die Abendliche wird eines Tages uns gehören, dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinderfan. Warum sagt er immer dann? Man hat ja einen Wischmopp mit Augen. Alles zu seiner Zeit, Freunde. Erstmal zum Hafen. Macht hin und bereitet euch vor. Große Archive. So, der Erzähler meldet sich mal wieder. Nachdem sie die Illusionen des toten Zauberers überwunden hatten, setzten unsere Helden rechtzeitig zur Gespensterinsel über.
An diesem Ort, wo endlose Nacht herrscht und die Toten hausen, bereiten sie sich nun auf den Kampf gegen den letzten bekannten Eremiten vor. Während sich die Kräfte des Bösen gegen sie formieren, macht sich zunehmend Angst breit. Hafen der Gespensterinsel. So, was passiert jetzt hier? Ziemlich düster hier. Das ist alles Teil des Fluches. Direktor Moraine nennt es den Nachtschleier. Es ist ein alter Flashmancer-Fluch. Er verhindert, dass das Sonnenlicht die Insel erreicht. Also, selbst wenn man den Eremiten besiegt... Ja, dagegen kann man nichts machen. Aber hey, was soll's. Wo wir gerade dabei sind, die Stadt Lucent liegt unmittelbar vor uns. Können wir da auch ein bisschen shoppen? Wir werden in der örtlichen Taverne rasten. Bevor wir hier fertig sind, können wir sowieso nicht weg. Belant, wieso bist du mitgekommen, obwohl du die Gefahren kanntest? Warum gibt's eine Taverne auf der Gespensterinsel? Sind da auch echt Gespenster drin? Wir vertrauen der Kapitänin und offenbar vertraut die Kapitänin auch euch. Wenn das Abenteuer hier endet, soll es so sein. Wir wären bis zum Ende loyal gewesen, hätten so viel von der Welt gesehen. Gut gesagt, Kinathan. Hey, ihr solltet uns in der Taverne besuchen. Wir werden ein wenig musizieren. Oh, aha. Ihr musiziert mit den Gespenstern zusammen, oder was? Ei, die Kapitänin will, dass dort, wo wir sind, gute Stimmung herrscht. Die wirkt aber selber gar nicht so stimmungsvoll. Kapitänin, das ist doch die, die uns mal beobachtet hat. Die hat irgendwas, die führt irgendwas im Schilde. Das merke ich doch. Nun wohl an, denn... Veltrades Einladung klingt nach Spaß. Wie wäre es, wenn wir in der Taverne ein wenig abschalten? Wir haben sowieso nichts anderes zu tun, bis die anderen hier eintreffen. Ich schätze, wir sind wohl früh dran. Ach, das macht nichts. Ihr habt schon so viel geleistet. Warum sind wir eigentlich mit den anderen nicht zusammengegangen? Diese Läuterungssache, ein Kampf gegen einen Eremiten ist kein Zuckerschlecken. Da sollte man gut ausgeruht sein, nicht wahr? Ich schätze, eine Pause könnte nicht schaden. Also gut, dann auf nach Lucent. Dann müssen wir doch noch ein bisschen kämpfen. Aber wir können hier speichern. Und tun das dann auch nach knapp 7 Stunden Spielzeit. Beende ich dann den Stream erstmal für heute. Ich mache bei nächster bester Gelegenheit weiter.